Hallöchen, Puppchen YouTube. Willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Mekko. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und zwar geht es heute um eine der wöchentlichen Aufgaben, die man hat. Und da gibt es eine, da haben ganz viele gefragt, weißt du, wen man da töten muss? Ich habe es auch die ganze Zeit nicht gereilt. Jetzt habe ich es rausgekriegt. Und es geht um Folgendes. Wenn wir auf Battle Pass gehen, haben wir hier links die Herausforderung. Und da gibt es wöchentliche Season-Herausforderungen. Und in Woche 5 gab es besiege gegnerische Kommandanten mit einem Scharfschützengewehr. Wie ihr seht, ich habe jetzt endlich einen getötet. Ich habe Bosse in Dungeons besiegt. Ich habe bei Zonen-Herausforderungen, diese Gebiete, da habe ich es gemacht. Ich habe gelbe Gegner getötet. Ich habe so viele Gegner getötet mit dem Scharfschützengewehr. Es hat einfach nicht geklappt. Es ging nicht. Jetzt habe ich einen gefunden, wo es funktioniert. Und tatsächlich ist das auch eine so eine Zonenherausforderung. Wie heißen die Dinger nochmal hier? Zonenaufklärungsmission, genau. Und ja, bevor wir jetzt anfangen und ich euch das Ganze zeige, dürft ihr hier ein bisschen Liebe da lassen. Däumchen hoch, kommentieren, abonnieren. Nicht vergessen, denn ihr helft damit, den Algorithmus zu füttern, pusht meinen Kanal ein bisschen und damit kriegen wir mehr Reichweite. Ich bedanke mich jetzt schon mal sehr bei euch. Bevor wir damit anfangen, gebe ich euch einen kleinen Tipp, denn ihr könnt das Ganze auf leicht machen, das heißt für euch wird es einfacher, den Gegner zu besiegen und es gibt was zu beachten, denn es gibt Unterschiede zwischen den Waffen, Scharfschützengewehr ist nicht gleich Scharfschützengewehr, ihr habt zum Beispiel hier auch ein Scharfschützengewehr, das hat auch ein Zielfernrohr, ist aber ein Speergewehr, kein Scharfschützengewehr. Und genauso wie das hier, das ist ein taktisches Gewehr. Ihr braucht tatsächlich ein Scharfschützengewehr mit Hochleistungsmunition. Und damit ihr dort genug Munition dabei habt, empfehle ich euch hier die Munition hochzumachen, wenn ihr dann farmt. Oder Munitionsumwandlung reinzumachen, damit ihr normale Munition in Sniper-Munition umwandeln könnt. Dann könnt ihr einfach irgendeine Mission starten und könnt Munition sammeln, denn standardmäßig habt ihr ja immer nur 5 dabei, was super wenig ist. Aber am Ende braucht ihr immer nur einen Schuss. Und wo sind wir jetzt genau? Wir gehen auf die Karte, wir sind in der Agna-Wüste und gehen hier oben zu diesem Teleporter und machen diese Zonen Aufklärungsmissionen. So, ich zeige euch jetzt ganz genau, was ich mache. Und zwar machen wir hier einfach nur direkt alles kaputt. Ganz normal, so wie es auch sein soll. Ich nehme natürlich auch ein bisschen die Gegner mit, weil ich hoffe, dass hier vielleicht irgendwo Munition fallen gelassen wird. Und den Boss, da machen wir auch nicht lange Halt, wenn er da ist. Den schießen wir über einen Haufen, denn der kann zweimal, oder der spawnt zweimal. Der hat dann einmal diese Kugeln über sich. Die geht jetzt mal weg. Jetzt machen wir die Kugeln platt, dass die alle weg sind. So, und jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Also ich bin hingegangen, ich habe die Munition jetzt aufgehoben. Ich bin hingegangen und habe dem einfach hier so immer Single Shots gegeben. In der Hoffnung, dass er nicht direkt ganz stirbt. So, und wir sind ja auch leicht, deswegen passiert hier eigentlich nicht viel. Dann habe ich die Sniper genommen, Headshot und fertig. Und ich hatte vorher einen, also ich habe erst einen getötet, ich habe erst einmal geschafft. Ich glaube, das habe ich euch so eben auch gezeigt. Herausforderung, wöchentliche Herausforderung. Jetzt habe ich 2 von 10. Also mit dem Typen hier klappt das auf jeden Fall. Und ja, ich hoffe, das hat euch jetzt geholfen, diese wöchentliche Aufgabe zu schaffen. Wie gesagt, für mich war es auch eine Herausforderung. Ich habe so viele Gegner über den Haufen geschossen. Ich kann es gar nicht mehr zählen. Und irgendwie ist nie was passiert. Gelbe Gegner und, und. Jetzt wissen wir, wer es ist. Er ist der Kommandant aller Kommandanten. Knallt ihn über den Haufen. Viel Spaß beim Farmen. Ihr kennt das Ganze. Lasst ein bisschen Liebe da. Support's kein Mord. Bis zum nächsten Video. Ciao.